So, und da bin ich wieder. Wir bauen jetzt an dem Dach weiter. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Sand, haben wir jetzt schon mittlerweile festgestellt. Ups. Natürlich fällt er runter. So. So, wir brauchen noch ein bisschen. Ach, Leute, das nervt richtig, den Sand abzubauen. Warum habe ich auch angefangen, ein Sandhaus zu bauen, ey? Aber naja, ist mal was anderes. So, jetzt ist natürlich noch meine Eisenschippe kaputt gegangen. Es ist echt, hier geht eins ins andere. So, holen wir uns mal eine neue. Halt falsch. Bauen uns mal direkt zwei. Eine legen wir beiseite, den Dreck legen wir beiseite, den Sand legen wir auch beiseite. I. Oh nee. Aber der kommt hier nicht durch. Guckt ihr den Idioten an. Guckt euch an, wie doof er ist. Hahaha, bleibt draußen. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Aber weißt du was? Ich mach das jetzt ganz einfach. Ich krieg meine. Hilf mir mal, ich krieg meine Tür nicht auf. Mit ihren riesen Klubschaugen, ey. Ah, siehst du, ich muss ja. Oh, das brauche ich ja auch noch. Ich brauche ja noch mehr Sand. Ich muss ja auch noch Fenster einbauen. Oh, Leute, ey, was ist hier los? Okay. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich brauche Leder. Ich brauche unbedingt Leder. Hast du Leder? Voll der Strahlenschutzanzug. Hast du Leder? Ich brauche Leder. Ah, okay. Das nehme ich dir mal nicht weg. So, was wollten wir jetzt machen? Sand holen. Genau. Hier drüben ist so ein schönes Loch mit Glasscheiben. Da können wir uns den ganzen Sand nehmen. So. Machen wir uns das jetzt einfach ganz einfach. So, so, so. Ey, das ist so krass mit dem Sand, ey. Also, ich kann es nicht empfehlen, ein Haus nur mit Sand
Utensilien zu bauen, das dauert echt lange. Ihr braucht so viel Sand, Leute. Das ist schon richtig, richtig heftig. Ich weiß nicht, wie viel Sand wir da jetzt verbaut haben. Ich glaube, ich habe hier so viel Sand verbaut, wie ich für mein ganzes Baumhaus gebraucht habe. Also, wie ich für mein ganzes Baumhaus Holz gebraucht habe. Für ein kleines Haus. Wir brauchen davon später noch viel mehr. So. Man kann nie genug Sand haben. Wir müssen noch Glas entwickeln, herstellen. Das können wir eigentlich gleich mal mitnehmen hier. Das ist direkt Sandstein. Haben wir weniger Arbeit. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß aber nicht, was das für ein Geräusch ist. Es kann nur der Enderman sein eigentlich. Ich reiße hier nichts von meinem Haus weg, aber ich glaube, das ist ja nicht. Was ist denn nun los? Ich habe da mein Handy leise gemacht. So. Denke, das reicht. Für unsere Zwecke. Erstmal jedenfalls. So. So, wir haben Stein. Wir haben mal echt ein bisschen mehr Stein sogar. So. Wir wollen. Achso, wir brauchen ja diese hier. Sollte reichen. Und dann brauchen wir. Achso, wir lassen das ja so. Bauen wir hier auf der Ecke weiter. So. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht.
Genau so wollte ich es nämlich nicht haben. Ich will eigentlich mal gucken. Aber es geht gar nicht. Es geht gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da müsste ich anderen Stein nehmen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Na. Ich wollte das eigentlich so in der Form haben. Ah, das funktioniert so gar nicht, sehe ich gerade. Okay, na dann bauen wir es einfach jetzt so zu Ende. Nützt nichts. Können wir nichts machen. So. Das sieht auch ganz in Ordnung aus, finde ich. So, hier haben wir noch ein Stack. Vielleicht baue ich sogar hier ein Glasdach rein. Könnten wir auch machen, ist eigentlich egal. Eine Glaskuppel. So, ich weiß, was wir vergessen haben. Und natürlich, ich bin so ein Vollidiot, ey. Ohne Scheiß. Ich habe vergessen, Sand übrig zu lassen für Glas, weil ich ja so voll der Held bin, ey. Und was sagst du, geht, oder? Vom Design? Von Mauern und so? Ja, der will nicht. Ah, der telefoniert gerade. Mit seiner Freundin, glaube ich. Was war das denn? Voll das Geräusch, Alter. So, wir brauchen noch ein bisschen Sand für Glas. Was bei dir? Wir brauchen einfach nur übelst viel Sand, ey, das geht gar nicht. Das sollte langsam reichen. Sieht aus wie ein Feuerwehrmann. So. Wir haben es soweit geschafft. Soweit, so gut.
Ah, ich krieg Leder gespendiert. Gespendiert. Das hat bestimmt der Michi mir hergeschmissen. Dankeschön. Für die super tolle Leder. Wir wurden spendabuliert. Mit Leder. So. Warte mal, das nehmen wir wieder raus. Hier, ich habe hier übrigens noch Sandstein und so einen Scheiß übrig, aber den brauche ich eigentlich alleine. Ich wollte nur sagen, dass ich Sandstein übrig habe, aber den brauche ich für mich. Warum, Alter? Warum? Warum schlägt er mich? Na, ich habe ja ein Schloss an meine Tür gebaut, jetzt kann er nicht mehr rein. Es kann... Ja, das ist normales Eisen, ja. Texture Pack, Texture Pack. So, wir haben jetzt... Achso, wir haben hier gerade Glas am Braten. Wir lassen das Glas mal ein bisschen braten. Ich stelle mich mal jetzt hierher und warte mal ein bisschen. Ich weiß eigentlich gar nicht, ich bin jetzt ziemlich weit vom Mikro weg. Ich weiß gar nicht, wie laut man das hört. Das ist gleich mal für mich eine Gelegenheit, um das mal zu vergleichen. Weil im Normalfall bin ich so weit davor und spreche dann halt ein bisschen leiser. Und kann halt ganz normal... mit sanftmütiger Stimme sprechen. Wenn ich mich natürlich jetzt so weit nach hinten lehne, weiß ich nicht, wie es klingt. Aber das kann ich mir mal anhören. Nachher in der Aufnahme. Bin ich gespannt, wie das Mikro das verarbeitet. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Glas für die Fenster. Und für das Dach. Ja, dann würde ich sagen, dass wir auch in den nächsten mal gucken, vielleicht die nächsten 10 Folgen einfach mal auf dieser Map verbringen und nicht auf unserer Dorfleben-App. Wo wir unser Dorfleben aufgebaut haben, werden wir einfach mal hier ein bisschen was machen. Das ist auch ganz interessant. Das wird dann halt hier das Dschungelcamp. Dann haben wir Dorfleben und dann machen wir noch Skyrim. Ja, genau. Das Kugelcamp. Und dann haben wir noch Skyrim im Angebot. Ich weiß nicht, ob noch jemand noch mehr Texturenpakete hat. Wenn nicht, wir werden auf jeden Fall mal alle durchgehen. Also ich werde mir so Stück für Stück auch mal dann das Comic-Texturenpaket holen und sowas. Und so weiter und so fort auf jeden Fall. Ich denke, das könnte euch halt auf jeden Fall interessieren. Das sind dann halt immer so kleine Guides über die Texturenpakete. Wie die halt aussehen dann in dem Falle. So, ich warte hier sehnsüchtig auf mein Glas. Wir könnten das mal ein bisschen beschleunigen, indem wir einfach mal hier noch was reinmachen. So, haben wir zweimal Glas am Brennen. So, zack, zack.
So, was haben wir denn jetzt hier? Was können wir hier noch verarbeiten? Vieles davon brauchen wir gar nicht. So, ich guck mal, wie viel ich für die Brille brauche. Ich will ja unbedingt die Brille haben. Wir brauchen noch zweimal Leder. Gucken wir mal, ob wir uns das Leder besorgen können. Ja. Hast du das Geräusch gehört, wo ich gesagt hatte, du telefonierst bestimmt mit deiner Freundin? Die Isabelle so ein übelstes Geräusch hat, oder so. Nee, wie hast du gemacht? So ganz komisch. Ich habe dein Handy angezapft, Mann. Das habe ich schon. Oh, ich liebe dich so. Oh, ich liebe dich auch so. Ja, genau. Ja. Leg du zuerst auf. Nein, du. Okay, tschüss, bis dann. Ja, ich kenne das. Wie sich das gehört, ne? Ja. Feini, was hast denn du alles bekommen von ihm? Ich habe nur zwei Leder gekriegt. Ja, mir fehlen übrigens noch. Ich brauche noch zwei Leder, dann kann ich mir eine Brille basteln. Ich habe nichts gemacht. Achso, genau, wir brauchen das Glas. Das ist so eine Sidequest, ne? Besorge zweimal Leder für einen Freund. Sind spezial. Ich finde das Glas sieht hier besser aus. Das hat nicht so viele Spiegelungen eingebracht. Weißt du, was ich meine? Na, genau, hier kann man richtig schön durchgucken, Alter. Das sieht richtig nice aus. Richtig. Richtig nice. Richtig nice. So, machen wir hier noch. Oh, ich habe jetzt so viel Glas gemacht. Weil ich bin so krass, ich habe mir ein Glasfenster vor Erde gebaut. Geil, oder? Ich denke mal, das ist abgeleitet von Tokebi. Interessant, interessant.
Ich liege im Bett. Da hast du was falsch gemacht. Ja, du bekommst... Ja. Kriegst du ein Stück Holz, habe ich. So, Leute, wir müssen auf jeden Fall... Mal gucken, wir haben noch 4 Minuten für die Folgezeit. Wir müssen jetzt hier ringsherum den ganzen Scheiß wegmachen, weil das beeinträchtigt einfach unsere Sicht jetzt hier. Tanzt welchen haben von mir? Ah ne, ich glaube, ich habe gar keinen mehr. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. So, haben wir unsere Fenster erstmal freigeräumt? Oh. Das, doch, das hat er gesagt, dass er fast drauf gegangen wäre. So. Haben wir die Sicht schon mal hier freigeräumt? Jetzt haben wir hier eine wunderbare Sicht. Oh, schöne Aussicht. Es sollte rund werden. Ich finde ja die Wasserkuppel soll, sieht mal echt cool aus schon. Gehen wir mal kurz gucken. Das wird dann so wie so ein, hier, du kriegst Glas. Brauchst du noch mehr? Ich habe hier übelst hier. Hier, komm. Komm hier, nimm das mit. Kannst du hier brauchen. So, das ist schon ganz cool hier mit dem Wasseraquarium. Oder was soll das werden? Eine Wasserkuppel, ne? Ich stelle mir das richtig vor, wie das ganze Ding dann so unter Wasser, so komplett frei mit Glas. Ja, noch mehr Leder, noch mehr Leder brauche ich. Du bekommst 10 Schleim dafür. Ich wette, er will kein Rot. Wenn du Glasblöcke brauchst, ich habe hier einen Haufen übrig, ne? Wie viel Leder? So viel wie geht. Ja, also ich würde mir eine komplette Lederrüstung machen, weil ich dann so einen Anzug anhab.
So, wir gucken mal. Hier, zack, jetzt haben wir die Brille. So, guck mal, wie krass wir jetzt aussehen. Pass mal auf, der trägt die Brille voll. Genau, das war mir so klar. Das sieht so doof aus, oder? Ich habe mir das anders vorgestellt. Warte mal. So, Leute, wir müssen mal. Die Folge ist auch gleich zu Ende, aber bevor die Folge zu Ende ist, möchte ich den Skin ändern. Nee, noch nicht. Ich brauche dazu gewisse Kabeleien, dass ich das machen kann. Hier soll ich so rumrennen? Du darfst, P-Piep. Du darfst P-Piep sagen. Nee, weiß ich nicht. Ich bin der König. So, wie können wir denn mal rumrennen? So. So. Unter Wasser abbauen dauert ein bisschen länger, habe ich jetzt festgestellt. So. Okay, Leute, ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir auf dieser Map weiterspielen. Ich hoffe, ihr habt soweit erstmal Spaß gehabt mit den ganzen Gebaue und habt ihr mal ein bisschen was Neues gesehen an Texturen. Und ja, wie gesagt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.